im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Auf die Volksparteien kommt jetzt also eine ganz neue Herausforderung zu. Es wird lauter und feindseliger im Bundestag. Erste Kampfansage. Wenn es rassistische Töne in diesem Parlament gibt, werden wir denen widersprechen. Und zwar in aller Deutlichkeit. Und wer sich komplett daneben benimmt, der bekommt eben die Wirkungen der Geschäftsordnung auch direkt zu spüren. Die Kanzlerin zeigt sich wenig überrascht vom Erfolg der AfD. Statt anzugreifen, macht sie deren Wählern ein Angebot. Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen durch Lösung von Problemen, durch Aufnehmen ihrer Sorgen, auch ihrer Ängste zum Teil, aber eben vor allen Dingen durch gute Politik. Auf die SPD kann sie dabei wohl nicht zählen. Parteichef Schulz erteilt der Großen Koalition eine Absage. Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition. Auf die Kanzlerin kommen jetzt also komplizierte Koalitionsverhandlungen zu. Die Grünen geben sich kämpferisch. Uns geht es nicht darum, dass wir regieren um des Regierenwillens, sondern uns geht es darum, dass sich einige Dinge grundlegend ändern müssen. Die FDP hat den Sprung zurück in den Bundestag geschafft. Ob sie mit Schwarz und Grün gemeinsam kann? Erste versöhnliche Töne. Ich habe ja Erfahrung mit Jamaika und mit Robert Habeck in Schleswig-Holstein. Ob das übertragen werden kann, werden wir sehen. Das muss die grüne Basis entscheiden letztendlich und die Führungsspitze hier in Berlin. Die Linke konnte ihr Ergebnis leicht verbessern, bleibt aber in der Rolle der Opposition. Das war die Tagesschau-Ausgabe zur Bundestagswahl mit allem, was bis jetzt in Berlin aus den Parteien kam und mit Interviews und Reaktionen. Und die nächste Tagesschau, die sehen Sie dann um 12 Uhr. Bis dahin, auf Wiedersehen.